Und wir stehen hier im Regen. Bei mir ist die Sonne draußen. Ich habe gelogen, bei mir hagelt es gerade Steine. Hallo. Hallo. Regnet es wirklich gerade bei dir auf der Route? Ja. Bei mir nicht. Was? Bei mir ist strahlender Sonnenschein. Das ist... Deswegen war ich gerade so... Aber es hagelt Steine. Das war doch mal interessantes Wetter, Leute, oder? Da freut man sich gleich rauszugehen. Guckst du in die Wetter, ja. Guckst du in die Wettervorhersage, so was haben wir denn morgen? Oh mein Gott, morgen. Wie nennt man das denn dann? Steinig? Ja, das wollte ich mal sagen. Irgendwas vielleicht weniger extravagant klingt. Ich habe hier meinen Abisszahn gefunden. Es fällt. Das klingt gut. Sagt man dann. Oh. Stell dir vor. Das wäre doch mal was, Leute. Stell dir mal vor, unsere Welt mutiert. Und plötzlich könnte es alles, was es gibt, regnen. Nach einem Random-Faktor. Erdwetter-Randomizer. Genau, Wetter-Randomizer. Ich habe einen Mondstein nebenbei gefunden. Sagen wir mal fairerweise bis zu einer bestimmten Größe. Mondstein? Schnieke. Ich glaube, das ist schon mein zweiter. Was würdest du sagen, Jan, möchtest du dann regnen lassen? Fleischbällchen. Jan also. Ich bin bereit für den Rivalen. Wow, Spiel. Ich habe ein Abisszahn und ein bisschen weiter oben eine Abissplatte gefunden als verstecktes Item. Das Spiel will dir was sagen. Uah. Ich sollte einen Perlu fangen. Ja, und es nicht entwickeln. Ja, so, die Frage ist, womit fange ich an? Ich habe jetzt einfach mal Hilo nach vorne gepackt, weil ich keine Ahnung habe, was er startete. Ich glaube, beim letzten Mal hat er mit. Schneckmack? Oder Wingull? Egal, ob Schneckmack oder Wingull, Austos kontert beide. Jetzt, wo du sagst, stimmt, Wingull war es, glaube ich, bei mir. Nein, du darfst lesen. Okay, dann. Brixi Dixi. So, Küster, hier schaust du dich also nach Pokémon um. Ach, zeig mir, wie gut du geworden bist. Ich werde dich jetzt testen. Nun, ein Kampf ist ein Kampf, also kämpfen wir. Warum klang der so anzüglich bei dir? Ich glaube, der will was von mir. Ich glaube, er hat sich angezogen, deswegen klang er auch so anzüglich. Schneckmack. Ja. Pelipper, Was? Pelipper hat er bei dir? Ja. Was? Das ist nicht so gut für... Ich glaube, ich gönne mal Mikan den ersten Kampf so richtig. Na gut, Level 29 hat man auch schon Pelipper. So, Donnerschock. Donnerschock into Schutzschild, das ist ein True-Combo übrigens. Und Reptail, Level 31. Ja, das ist nicht übel. Der macht gut mit. Ey, die Animation von Donnerschock sieht so kacke aus, ne? Also so, keine Ahnung, sieht so mega schwach. Ja, der Attacke ist auch schwach, aber es ist echt heftig, wie mega schwach die Animation davon ist. Ich überlege gerade, ob ich einfach Frieda gegen das Ding einsetze. Sag mal, ist Igelavar das 32er oder das 34er Entwicklung oder ein 36er? Eine 36, oder? Schade. Laubklinge setzt er gegen Frieda ein. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ich kann das schneller, aber nur wegen... 10. Das ist doch mehr als ich erwartet hätte dafür, dass es nur geviertelt wird. Jungblut ärgert mich wieder, Jan. Kreideschrei. Aber kann nichts. Wobei, Moment. Kreideschrei und er hat Laubklinge eingesetzt. Ja. Boah. Also solange er jetzt nicht mit irgendeiner physischen Attacke ankommt, ist es noch okay. Was meinst du, wie viel KP hat Doppelkick ein Gyarados abgezogen nach Bedroher? 2? Weil 2 Treffer? Nein, 8, Jan. Du warst gerade sehr gemein zu Gyarados. Jetzt fühlt er sich schwach. Also eigentlich sollte er sich stark fühlen. Bitte entschuldige dich bei Adonis. Tut mir leid, Adonis. Ich hab von denen Stärke gemacht, aus Reflex einfach. Yo, Frieda hat das Rappchen einfach mal auseinandergenommen. 2 Windstöße und weg. Sehr gut. So, Junglut ist auch kaputt. Und dann kommt noch... Pelipper! Lombrero! Lombrero. Wobei... Eigentlich ist ja Austos mein ziemlich guter Pelipper-Konter. Wasser bringt nicht viel und Flugattacken ziehen fast nichts ab. Generell, Austos ist so einer meiner Lieblinge in deinem Team, muss ich mal ehrlich sagen. Austos ist auch so ein Pokémon. Wann hat man da? Hattest du es jemals in der Challenge dabei, so? Glaub nicht. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Mal gucken, wie viel so ein Surfer... Nein, wir gucken es nicht, weil erstmal Schutzschild kommt. Ich bin fertig und trinke etwas Wasser. Yay! Ich muss dieses Pelipper noch umhauen. Im Regen. Also ich habe jetzt Regen, Step, Surfer,
gegen ein Pilipper. Deswegen dauern deine Kämpfe auch so lange, weil die regnet einfach. Was glaubst du, wie viel zieht jetzt der Surfer jetzt ab gegen das Pilipper? Über die Hälfte. Wobei, von wem? Austos? Von Austos. Über die Hälfte. Nein, tut es nicht. Mhm. Und dann werde ich verwirrt nebenbei. Vor allem, wenn er immer Schutzschild einsetzt, jede zweite. Ich spiele so lange an meinem Gesicht rum. Das ist jetzt gerade so die neues Meta, ne? Du machst Protect Fusion. Die Gegner verwirren und immer wieder zwischendurch Schutzschild, damit der, selbst wenn er durchkommen würde, nicht angreifen kann. Was ich aber wiederum gerade witzig finde, den Schaden, den ich mir durch Selbstverletzen mache, heile ich mit einmal Überreste wieder weg. Das ist geil. Ja. So, einmal muss ich es noch treffen, dann ist es down. Jetzt geht der Schutzschild natürlich erstmal wieder. Weil ich mich frage, ist... Moment, ich habe jetzt einen Surfer mit Step. Sind wir bei 137,50 oder so? 138 herum. Plus 50% durch den Regen. Irgendwas bei über 200. Und das wird halbiert wegen Resistenz. Ich glaube, Aurora-Strahl ist stärker. Aurora-Strahl ist neutral, hat Step. An die ganzen Pokémon-Rechenexperten da draußen. Was ist in dem Augenblick gerade stärker? Aurora-Strahl oder Surfer? Was würdest du sagen? Ich habe gar nicht zugehört, weil ich gerade am Dancen war. Bitte was? Okay, egal. Sag Aurora-Strahl oder Surfer. Aurora-Strahl. Okay. Ich würde auch sogar gerade eher zu Aurora-Strahl tendieren. Okay, ich dance weiter, bis du fertig bist. Ich glaube, nach diesem Surfer ist dieses Pilipper besiegt. Und zu lang erreicht zusätzlich dazu Level 32. Plus 4 Verteidigung. Finde ich geil. Handgelenk hat gerade geknackt. Aua. Das ist nicht so geil. Okay. Ja, du bist verdammt gut geworden. Ja, Du bist so gut, dass du überall nach Pokémon suchen kannst. Hier, das ist für dich. Probier's aus. Endlich fliegen! Auch wenn wir so nicht können. Und jetzt ist mein Beutel zu voll. Setz das ein und deine Pokémon fliegen dich sofort an jeden Ort, an dem du schon einmal warst. Aber du brauchst den Ort der Arena von Baumhausen City dafür. Naja, ich muss jetzt weiter. Bis bald. Tschüss, Briegs. Tschüss, du Betrüger. Seid ihr nicht auch noch? Darfst du. Weiter so, Jana und Christa. Ich bin gerade mit einem Trainer begegnet, der auf einer Fahrrad fuhr. Du hast den Trainer Briegs. Stimmt, das war jemand. Er hat geweint. Und das Kind war richtig wütend und ich war rot vor Zorn. Wir laufen uns wirklich oft über den Weg. Alter, wie waren wir drauf gerade? Gehst du jetzt zur Arena in Baumhausen City? Ich erwarte, dass du mich dort besonders anstrengst. Mach's gut. Eben noch so, ja, ey, voll geil, du bist ein guter Trainer. Hier, ich gebe dir sogar noch ein geiles Geschenk mit. Und beim Weglaufen, oh, ich hasse sie. Ich wollte sie töten. Was fällt dir ein, ey, die Olle? So, Doppelkampf mit. Weil da kommen wir eh nicht dran vorbei in dem Kampf. Dann mache ich auch direkt einen Doppelkampf draus. Na gut, dann darfst du mir sagen, was die haben. Das war wahrscheinlich ein Gitarrist. Und ja, Ninja irgendwo, ne? Ach da. Na? Klassen stimmt schon mal mit Ninjas. Oh, holy shit, Voltenso. Okay. Ich habe keine... Voltenso das, und? Ich habe Ninjas und Voltenso. Mein Matchup ist einfach das schlechteste der Welt gerade gegen Voltenso und Ninjas. Warum? Impegator und Rosana. Ja, gut. Rosana wird von Ninjas gereckt und Voltenso von Impegator. Andersrum. Voltenso reckt Impegator. Och, das ist doch dumm. Dann mache ich direkt einen Doppelwechsel. Das liebe ich ja immer, in einem Doppelkampf direkt zweimal wechseln zu müssen. Ah, das ist schön. Aber es ist praktisch, wenn quasi einer schon vorausläuft und so ein bisschen sagen kann, was die einsetzen. Das machen wir auch oft genug. Die Sache ist jetzt... Die haben ihren Zug weggeworfen, den sie Kreideschrei gemacht haben, der daneben ging und Schnüffler. Also eigentlich würde ich ja gerne mit Ariel drin bleiben, aber das ging das Voltenso. Dann wiederum... Ja, eher nicht, ne? Ich habe einen Bewohner, der in Intensität kann. Das klingt so geil, ich habe einen Bewohner. Aber... Was Angst Verdammt, wenn ich Intensität einsetze... Nee, ich kann keine Intensität einsetzen, wenn ich was einwechsle. Ding Dong, komm du mal rein. Ich hab... Alter, ey. Ja. Schwerttanz. Ninjas, er hat fast Tino getötet. Was? Hat er getan? Grit, Funkensprung und Para bekommen.
Ich wechsle meine Chemiekarten rein, einfach um das auszuhalten. Wenn es zur Folge kommt, gut. Ich glaube, Vincenzo kann das nämlich, oder? Also keine Ahnung, ob es von selbst kann, aber ob er es überhaupt lernt, auf jeden Fall, egal, hat keinen Bock drauf jetzt. Also, das, bei mir hat das Ding jetzt direkt erstmal mit Schwerttanz angefangen und macht danach erstmal Kreideschrei. Also, wenn du dann von irgendwas getroffen wirst, aber wahrscheinlich ist es schon längst tot bis dahin. Naja, ich muss erstmal irgendwie angreifen. Und Bewohner muss jetzt rauswechseln, weil ich auf eine Bodenattacke gelockt bin. Ja. Aber ich habe es eingeschläfert. Das ist gut. Und wenn ich jetzt Garados wieder reinhole, kommt der zweite Bedroher und damit ist der Schwertanz wieder weg. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Ich mache den einigen nun da oben auch noch, dann haben wir nämlich die Trainer schon umgeklatscht und wir sind ja eh gerade relativ gut dabei, sag ich mal. Ja, so. Einmal alle durchwechseln, dann kriegen alle Wasser an Erfahrung ab. Ja, genau. Dann leveln die gar nicht erst so stark. So, damit ist der Schwertanz wieder weg von den Jask. So, was mache ich denn jetzt hier? Und Ninjas schläft eh noch ein bisschen. Der bestimmt eh wieder Ninjas, der Kollege hier. Deswegen, Impegator, Impegator macht das schon, Jan. Impegator kann das regeln. Impegator. Hier, Impegator-Schauch. Und was hat er? Er hat ein Smogon. Weißt du, und ich, der hat noch kurz überlegt, ob ich Rosana nehme. Hättest du mal. Hätte ich es mal gemacht, aber ist egal. Surf das Ding einfach weg und dann war es das auch schon. Yo. Stimmt, Aus ist eigentlich auch ein guter Konter gegen die Smogons. Also wenn Austausch keine Explosion, beziehungsweise kein Finale überlebt, dann falle ich aber vom Glauben ab hier. Beziehungsweise surft die halt einfach weg, dann kommt sie gar nicht erst dazu, irgendwas zu machen. Ja. Fühlt euch ja nicht beobachtet, Leute, wenn ich euch so anstarre durch die Kamera. Ja, ich wollte gerade gucken, wie viel Erfahrung zu lang schon hat. Na gut, ganz am Anfang. Ich hab genau gesehen, was du gerade getan hast. Aber nicht schlecht. Okay, gut. Genug gecreept. Genug die armen Zuschauer gecreept, die jetzt wahrscheinlich das Bild längst zugehalten haben. Nein! Nein! Ganz ernst? Nein! Ich hätte das aber schon von Anfang an gemacht, glaube ich sogar. Also wenn ich ein Zuschauer von mir selbst wäre, ne? Mhm. Beziehungsweise das mache ich beim Schneiden auch immer. Beim Schneiden der Videos lege ich immer was über die rechte Bildschirmseite, damit ich mein Gesicht nicht sehen muss, weil ich kann das echt nicht, ich ertrag das einfach nicht. Würde ich auch machen. Deswegen bist du wahrscheinlich sehr froh, dass du meine Cam bei dir nicht drin hast, oder? Mhm. Das ist echt angenehm. Ich raid schon mal die Stadt im Sinne von, ich spreche schon mal mit allen, gucke, ob wir irgendwas geschenkt bekommen. Jo, ich bin auch gerade hier mit dem Smogon-Guy fertig geworden. Okay, Pokémon-Center-Typen musst du nicht mehr ansprechen. Können wir uns nicht aufteilen in der Stadt irgendwie? Oben und unten? Ja. Dann, welche willst du nehmen? Ich will jetzt erstmal vor allen Dingen Sachen in meine Box legen. Ewigstein weg, Abyssplatte weg, hier nimm die Bärensäfte weg. Nimm die ganzen beknackten Flöten weg, nimm auch den Megablock, nimm den EP-Teiler, nimm den Mini-Pilz. Ich weiß, das könnte ich eigentlich alles verkaufen, da wisst ihr was, Leute. Mein Inventar ist so vollgestopft mit Müll. Alles. Ja, ich habe auch gerade erstmal massig wieder auf die Box gelegt. So, weißt du, die ganze Sache kann ich später auch noch benutzen hier. Mit einem Mal regt jetzt nicht mehr. Na gut, ich gehe dann oben entlang und guck mal, okay, was es da so gibt. Okay! Aber mein Igela war eigentlich... Nein, ich möchte kein Volbeat gegen Plusle tauschen. Warum? Weil ich finde, das ist nicht gerade der beste Tausch. Armes Adonis hat als einziges kein Item in meinem Team. Was habe ich denn überhaupt so alles vergeben? Fokusband, Zauberwasser, Holzkohle, Flinkklaue... Und Flinklaue. Ganz im Ernst, ich frage mich ja tatsächlich, ob irgendwann mich das Fokusband auf Rosana mal retten wird. So, ich darf hier erraten. Ja, ist ja wieder falsch. Ich darf hier, glaube ich, die Kraftreserve-Tante mal mit der Kraftreserve-Tante spielen. Was willst du denn mit ihr spielen? Ob die Münze links oder rechts ist. rechts, links, okay. Danke für Kraftreserve. Kann man da tatsächlich falsch liegen? Ja. Also wenn ich die falsche nehme, dann sagt sie, oh, falsch. Oh, du bist ja voll schlecht, sagt sie dann. Und der Opa da drin will einem Pokémon Schlafrede beibringen. Hm. Ich kaufe jetzt endlich mal ein paar Hypertränke. Können wir Hypertränke kaufen? Ja, Superschutz auch, schön. Ich glaube, ich gehe gleich einkaufen. So, ich bin jetzt erstmal einkaufen gegangen. Habe ich mit allen hier geredet? Die geben mir sowieso nichts, also pfeif drauf. Kannst ja die unten alle nehmen dann. Du musst mir gleich dann nochmal genau sagen, was du da wo gefunden hast. Im zweiten Haus oben.
von links gibt es Kraftreserve. Okay. Dann gehe ich unten lang. Also kommen Käfer-Pokémon. Und scheiß, na, der hat gerade gesagt, in den Baumhäusern zu leben ist voll toll. Aber manchmal kommen Käfer-Pokémon durch die Fenster rein. Stell dir mal vor, so ein Weberer klettert durch dein Fenster, was ja einfach mal eine armgroße Spinne ist. Ich hätte da mich schon erschrecken. Ja, ja. Vor allem, ich gehe unten lang, heißt so viel wie ich gehe zwei Häuser rein. Jo. Ach, hier kannst du Sachen für deine Geheimbasis kaufen, aber... Brauchen wir nicht. No one gives a shit right now. So, Superschutz habe ich auch gekauft, Hypertränke habe ich gekauft. Dann schnell, zappel ab! Sehr gut. Ja. Ich habe sogar an deinem Geräusch gehört, dass du wirklich abgezappelt bist. Finde ich schön. Mhm. Sonst war nur, also nur das zweite Haus von links, sagst du? Ja, und oben war nichts, hast du gesagt, ne? Unten war gar nichts, ne. Okay. Okay, ich drücke jetzt einfach drauf los. Also mir war es rechts, rechts, links. Okay, rechts. Rechts. Links. Hast du es auf Anhieb richtig gehabt? Nein. Okay. Ah, gut. Bei mir war es natürlich auf Anhieb richtig jetzt. Habe ich irgendwas im Team, was Zerschneider lernen könnte? Oder dem ich es erübrigen könnte? Ah. Also bist du wieder draußen? Ja. Ich auch jetzt. Aber ich bin erstmal wieder an den Trainern vorbeigegangen. Mach ich auch. Blume. Ja, komm, Blume, du lernst jetzt Zerschneider. Ich wollte gerade sagen, mache ich auch. Zack, dreht sie sich um, weil ich aus Versehen gerannt bin, anstatt zu laufen. Nein, also, Blume, du lernst nicht Zerschneider. Ach, dann wieder die Schirmdamen, die so aussehen, als hätten sie keine Hose an. Kiss. Leg los. Aber Kiss war noch als einziges auf Level 31, glaube ich, in meinem Team. Hm. Mach ich ja nicht Pulverschnee, obwohl Konfusion stärker ist. Jan, sag es mir bitte, sag es mir doch. Ich weiß es nicht. Gegen was kämpfst du überhaupt? Roselia. Ah. So. Verdammt, Kiss wird ausgesogen. Ich setz hier gegen Roselia ein. Machst du den Trainer jetzt einfach nur für mich? Ja. Das ist ja nett. Auf welchem Level? 28. Ich glaube, das sollte Frieda schaffen. Alles cool. Und da kommt doch ein Walmeer, weil der das möchte. Aber weil... Mehr kann falsch. Walzer. Finde ich nicht so geil. Deswegen gehe ich direkt auf Mikan. Go, Frieda. Ja, von Anfang aus sieht ein bisschen strange aus. Wow, Anfang aus Statik. Du mit Stachelspore. Anfang aus Statik paralysiert einfach immer, habe ich so das Gefühl. Ich verfehle mit Stachelspore, Roselia verfehlt mit Megasauger. Sehr gut. Wegen Blendpuder. Ja, ich habe es, glaube ich, schon zweimal, wo ich angetatscht, also Mika wurde angetatscht und zweimal den Gegner einfach so paralysiert. Nein, 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 Finger weg. Geil, doppelte Stachelsporenrunde. Ich muss mal Attacken sortieren, ich glaube. Wie ich paralysiert bin, aber er denkt sich, nö, ich greife weiter an. Ja, das ist ganz offensichtlich das Gesetz des... Keine Ahnung, denkt irgendwas aus. Ein doofes Gesetz auf jeden Fall. Etwas, was Jan daran hindert, zu attackieren. Und dann überlebt das Ding mit einem KP. Kannst du mir sagen, wie Igel Avatar Schneider einsetzt, wenn Sengu das nicht kann? Und ja, Leute, das hier übrigens in dieser Route war das erste Mal, dass ich angesprochen habe, dass Sengu das nicht lernen kann. Ich habe eine Ineko-Route gefunden. Warte. Mit sein... Igel Avatar verbrennt die Büsche einfach. I see... So, sag Bescheid, wenn du den Trainer fertig hast. Ich versuche mich gerade hier ein bisschen vorzuschlagen. Warte mal, ist eine neue Route, oder? Ja, jetzt wo du es sagst. Nächster Part, neues Pokémon? Ja, würde ich sagen. Okay, so, ich habe noch irgendwie dieses Walmer zu besiegen. Ich stehe jetzt quasi unten an der Brücke und bin ready to Troy für den nächsten Part. Ready to Troy? Ja. Ich stehe auf meinem Kabel, so. Ready to Troy. Gut, dass ich ausgewechselt habe. Den Whirlpool hätte ich ungern auf Papinella gehabt. Ich kann ja mal gucken, während du da kämpfst, was da für ein Item liegt noch. Mit Schutz? Ja. Das Geräusch habe ich übrigens eingesprochen für Game Freak damals. Ich kann nicht gucken, was da für ein Item liegt, weil da irgendwie, keine Ahnung, ist ein Bug. Clipping-Fehler, ich komme da nicht durch. Komisch. Einmal diese Clipping-Fehler. Ah, so. Okay, Jan. Ich warte auf dich. Kampf geschafft. Ach, mein Auge. So, wir irgendwie vorbeischleichen nur noch. Das ist nur ein Vogeltyp. So. Ich bleib hier oben an dem Schild einfach. Welches Schild? Oben bei der Schirmdame. Dann stelle ich mich da auch hin. Okay. Nice. Rechte Seite oder linke? Ich
weiß nicht, welche sieht schöner aus? Ich will rechts. Aber die linke Seite. Gut, dann kommen wir auf die linke Seite. Aber dann wiederum die rechte Seite. Mit dem Schild ist auch ein Keklion? Echt? Oder ist das einfach ein Clipping-Fehler? Ist wirklich ein Clipping-Fehler. Hinter dem Schild? Das ist wirklich ein Clipping-Fehler, glaube ich. Da kann ich Moment. Nämlich nicht hingehen. Moment. Stimmt. Nee, da ist ein Keklion hinter dem Schild. Nee, aber der sagt dann nichts. Also, dann... Nichts Unsichtbares blockiert den Weg oder so. Ja doch, hinter dem Schild. Kann ich's anreden, da steht etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Bei mir nicht. Was? Ich kann's nicht anreden. Geil. Okay. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.